Ja, heute geht es um den Pseudo-Gemeinwohlstaat Königreich Deutschland. Werde ich gleich erklären, warum das ein Pseudo-Gemeinwohlstaat mit einem schlechten demokratischen System und mit einer Nähe zum Gedankengut der Reichsbürger und ähnlicher rechter Dinge hat und auch eine Nähe zu Herrenmenschenideologien, wie sie heute heißt es nicht mehr Herrenmensch, sondern Herzensmensch, die vermeintlich besseren Menschen, der Größenwahn vom vermeintlich besseren Menschen in der Welt und so weiter. Aber fangen wir vorne an. Warum ist das schon mal kein Gemeinwohlstaat, während also das erste Gemeinwohlland, 194. UNO-Mitglied der Erde, sowohl ein optimal demokratisches als auch ein echtes Gemeinwohlland ist, dieses Projekt, und entsprechend dann auch in der Keimzelle und Vorbereitungskeimzelle Köln, für die dann ganz umziehen wollen. Ja, fangen wir an mit dem Problem Gemeinwohl, Missbrauch des Wortes Gemeinwohl. Also das Wort Gemeinwohl hat Christian Felber bekannt gemacht mit seinem Begriff Gemeinwohlökonomie. Aber bei ihm ist das Verwendung von Gemeinwohl ja auch durchaus berechtigt, weil er tatsächlich die Erkenntnis gewonnen hat, dass man allen arbeitenden Instanzen, die anderen Menschen bewiesenermaßen Gutes tun, Steuervorteile und andere staatliche finanzielle Vorteile geben muss, damit nicht mehr Profite auf Kosten von Mensch und Umwelt das größte Geld bringen und sich in der Evolution als erfolgreicher weiterhin verbreiten, sondern damit eben das, was Menschen gut tut, sich ausbreitet in der Evolution und das, was Menschen schädigt, ausstirbt. Das Traurige bei Felber ist, dass er dann auch vielleicht aus Popularitätsgründen noch sehr viel Opfer geworden ist oder Thesen aufgenommen hat, die dann auch zu einer vernichtenden Kritik vernünftiger Wirtschaftskenner und so weiter in der Welt geführt haben, seines Konzeptes, so von wegen marxistisch-sozialistische, ja, ich würde sagen DDR-ähnliche Konzepte. Aber woher kommen die? Das Entscheidende ist immer, dass diese Konzepte kommen aus bestimmten Sparten der Gesellschaft. Jetzt gucke ich mal, ob ich das passende Bild dazu finde. Ja, hier oben steht Sozialsparte. Also Sozial sind ja Sparten aufgeführt, alle möglichen, viele Sparten aufgeführt. Natürlich nicht vollständig. Und hier ist, das soll jedenfalls sozial heißen. Vielleicht ist es ein wenig abgeschnitten. Und die Sozialsparten sind, wir haben also mehrere Sparten, die von einer Verarmung eines Landes profitieren. Ich deute mal, also die Sozialsparten, zum Beispiel hier auch irgendwo müssen die Arbeitsamt, hier ist das die Arbeitsamtssparte, die leben beide davon, dass es mehr Arme gibt in einem Land, machen dann die größten Karrieren, wenn es mehr Arbeitslose, Arme, Obdachlose und ähnliche Personen gibt. Zum Beispiel die Gesundheitssparten leben auch sehr gut davon und können viel verdienen, wenn dann viele von den Arbeitslosen Arbeitslosigkeitsdepressionen bekommen und dann mit Psychopharmaka oder Gesprächen gewinnbringend betreut werden können von diesen Sparten. Also wir haben eine Unmenge an Sparten, die quasi einen Niedergang eines Landes brauchen. Auch hier die ganzen Sparten innere Sicherheit, Richter, Polizei, Staatsanwalt, Rechtsanwälte, Gefängniswärter, innere Sicherheitsfirmen im Bereich innere Sicherheit und Sicherheitsdienste und so weiter. Alle profitieren sie davon, wenn ein Land zerfällt. Und diese breiten
Zentralirrtümer der Menschheit aus, die zum Beispiel dann die Gruppe der linksextremistischen Menschen erzeugt haben, wobei die sich nicht sehr weit entfernt unterscheiden von den rechtsextremistischen Menschen. Aber beim Felber ist es so, dass er in erster Linie die linksextremistische Welt aufgreift und dort natürlich auch Fans gefunden hat, weil er letztendlich aufgrund dieser Zentralirrtümer die deutsche Wirtschaft so stark schädigen würde. Wir sprechen vom Konzept des Wirtschaftsruins im Gegensatz zur Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination des Weltrates, die ein Konzept von riesigem Wirtschaftswunder ist, die GWÖ, GWO-Kombi oder kurz GG-Kombi. Und die Gemeinwohlökonomie ist also das Konzept des Wirtschaftsruins wegen dieser sozialspartlerischen oder dieser Beimengung, die aus sich speisen aus den Zentralirrtümern der Sparten, die am Niedergang oder der DDRisierung eines Landes profitieren und Karriere machen und verdienen können und Aufstiegschancen bekommen und so weiter. Und von daher, ja, letztendlich ist das ganze linksextremistische Feld quasi ein Manipulationsopfer der Sparten, die am Niedergang verdienen, der Sozialsparten und all der vorhin von mir genannten Sparten, der Gesundheitssparten, der Arbeitsamtssparten und all dieser. Ja? Auch die Waffensparten gehören dazu, denn wenn ein Land in einem revolutionären linksextremistischen Bürgerkrieg versinkt, dann sind die einzigen Profiteure, die daran von irgendwas Sinnvolles haben, sind die Waffenhändler, ne? Die Waffensparten profitieren. Das sind alles Profitiere von Niedergängen, ne? Und das ist das Problem bei Christian Felber und das Problem beim angeblichen Pseudo-Gemeinwohlstaat Königreich Deutschland ist, dass es überhaupt nichts mit Gemeinwohl zu tun hat. Ja? Dort ist wieder das Grundproblem, Gemeinwohl, nämlich Arztpraxen zu haben, in denen mehrere, zwei im Wettbewerb stehende Arztpraxen gemessen werden daran, welche von beiden bei ihren Kunden besser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessert. Das wird im Königreich Deutschland gar nicht gemessen, sodass eigentlich die Arztpraxen in einem kapitalistischen System, also im alten System, befangen sind und eigentlich kann es auch dort sein, dass diese Arztpraxen dann einfach wieder Menschen krank halten und krank machen um des Profites willen. Na, dazu brauche ich kein neues Land. Ja, das habe ich hier im Kapitalismus auch. Da brauche ich nichts Neues. Denn das ist ja das Wesen des Gemeinwohlgedankens, dass im Kapitalismus der Arzt, der sich irrt, diese Person, die sich irrt, sozusagen, und Dinge für gesundheitsförderlich hält, die in Wirklichkeit krankheitsförderlich sind, und der also dann nicht bewusst seinen Patienten schwersten Schaden zufügt und sie krank hält und kränker macht und so weiter, dass der ja tatsächlich im kapitalistischen System mehr verdient. Der Spiegel hatte das auch schon beschrieben, wie der schlechteste Zahnarzt, der die größten Schäden setzt, die am meisten Geld verdient und das beste Ansehen bei seinen Kunden hat, weil er ja durch seinen Reichtum sehr entspannt und sehr freundlich sein kann zu den Kunden, ne? Also, und dass derjenige, der Menschen gesund macht, im Kapitalismus keine Überlebenschance hat, also ausstirbt,
Spätestens nach einigen Generationen seiner Nachfahren, weil da kommt kein Geld zustande. Wenn ich nicht jeden, der durch die Tür kommt, in einen Dauerpatienten verwandle, dann und eben hier den Menschen sofort in die Gesundheit entlasse innerhalb kürzester Zeit, dann habe ich irgendwann überhaupt keine Kunden mehr im Kapitalismus und bin pleite. Denn es spricht sich leider nicht rum. Die Menschen sind so unvernünftig und unrealistisch, dass sie keinen Unterschied feststellen können, weil dieser ist nett zu ihnen und macht was und es funktioniert irgendwie und dieser ist nett zu ihnen und macht etwas und der normale Mensch kann in keinster Weise unterscheiden, ob der jetzt schädlicher ist als der oder umgedreht, ne? Und dadurch kommt es auch nicht zu einem Mundpropagandazug Richtung diesem gesundheitsförderlichen Arzt, sondern im Kapitalismus kann ja mehr Werbung machen, der reichere Arzt, und der zieht dann mit seinem mehr Werbung und Schöntun mehr Menschen an. Und wie gesagt, wie war das im Spiegel? Der Zahnarzt, der am meisten Schäden setzt bei seinen Patienten, an denen er zusätzlich gut verdient, hat den besten Ruf in der Bevölkerung, ja, und genau so läuft der Kapitalismus, und deswegen wäre es ja jetzt nötig, um echtes Gemeinwohl zu machen, dass der hier, ein gesundheitsförderlicher Arzt, das gemessen wird, zum Beispiel die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die ja sozusagen dann in einem echten Gemeinwohlland eingeführt wird, dass man guckt, aha, der hat tatsächlich verbessert sich das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit, der Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, die etwas mit dieser Praxis zu tun haben. Da verbessern sich die Werte schneller als bei dieser Praxis, bei der sie eher in den Keller gehen, wo es eher also zu schädlichen Entwicklungen kommt. Und dann muss natürlich der die größten staatlichen Verdienstzuschüsse bzw. Steuervorteile bekommen und der gar keine, so dass er seine Praxis hier irgendwann potenziell schließen muss, wenn er sich nicht umstellt und von dem hier lernt, ne? Vom Weltrat und dessen Medizinprofessoren und so weiter lernt. Das wäre also echtes Gemeinwohl und das gibt's halt nur im ersten Gemeinwohlland der Erde und ja, der nächste Punkt ist dann das sozusagen, also ich fasse zusammen, mit Gemeinwohl hat mit seriösem Gemeinwohl hat dieser Pseudo-Gemeinwohlstaat überhaupt nichts zu tun. Der versteht da gar nichts davon und hat auch ein nicht gemeinwohlorientiertes Demokratiesystem. Aber erstmal weiter. Das Gemeinwohl, das Königreich Deutschland steht für einen Neuanfang des deutschen Staates nach den Grundsätzen des Völkerrechts und der Völkerfreundschaft. Das klingt nach einem reichsbürgermäßigen Aufstand gegen den deutschen Staat, während das erste Gemeinwohlland sagt, nein, wir müssen auswandern, denn dieser Staat ist völlig rechtmäßig, die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland ist völlig rechtmäßig. Wenn wir besser leben wollen, als es der unvernünftigen deutschen Masse möglich ist, müssen wir mit Hilfe von solchen Leuten wie Jeff Bezos und so weiter neues Staatsgelände irgendwo in der Welt erwerben und dann dorthin ziehen und dort dann das machen. Denn gibt ja, die Deutschland erlaubt ja nicht in seinem, wenn man Land kauft innerhalb Deutschlands, erlaubt ja Deutschland dort keine tatsächliche Staatsgründung mit einer neuen Verfassung und neuen Rechtslagen. Also von daher ist dann dieses Reichsbürgermäßige hat etwas vom Aufhetzen zu einer rechten Revolution
die ja auch einige in der AfD ganz vehement wollen, diesen Tag X und den rechten Aufstand. Das habe ich selbst erlebt anhand von AfD-Mitgliedern, dass das wirklich der Fall ist. Und jetzt zeige ich mal auf, was der Grundgedanke dieser Reichsbürgerhaltung, was das Riesenproblem ist und wessen Manipulationsopfer solche Menschen sind. Dazu müssen wir uns einige andere Sparten noch in Erinnerung rufen. Wir haben tatsächlich in der Welt eine sehr große Diktaturfreunde-Sparte oder Sparte der Diktaturfreunde, die sozusagen letztendlich selber Diktator auch werden wollen oder Kollege eines Diktators und sich dann letztendlich, das sind nicht bewusste Vorgänge, ja, letztendlich ja dann auch wieder bereichern würden anhand der arbeitenden Bevölkerung, ja. Und dafür quasi diese Diktaturfreunde-Sparte zusammen mit den Waffensparten und anderen entwickeln sich in diesen Sparten bestimmte Zentralirrtümer, die also eine manipulative Wirkung auf die Restwelt haben, und zwar diese Vorstellung, der Hauptzentralirrtum all dieser Reichsbürger und so weiter, den allerdings auch teilweise die Linksextremisten teilen, ist, alles Teufel, die da oben sozusagen, oder alles Verbrecher, die da oben und so weiter, ja? Denn es geht ja darum, eine Stimmung zu erzeugen, die zu einem Aufstand gegen die da oben führt, und der gewaltsam ist und damit den Waffensparten Umsatz bringt und den Diktatoren neue Karrieremöglichkeiten und neue Gewinne durch die Ausschlachtung der Bevölkerung dann bringt, wenn sie als Diktator oben sind, egal ob es sich um Honeckers, Stalins, Hitlers oder Maos handelt, ganz egal. Das heißt, das ist ein manipulativer Vorgang, denn die Wahrheit ist ganz einfach. Genauso unvernünftig wie die Wählermasse in Deutschland ist auch die unvernünftige Regierung von Deutschland. Wenn man in einem besseren Land leben will, muss man sozusagen nicht sagen, Proletarier aller Länder vereinigt euch oder Reichsbürger aller Länder vereinigt euch, sondern und dann an den Aufstand proben, sondern man muss sagen, Vernünftige und Vermögende aller Länder vereinigt euch. Und das steckt hinter dem Projekt, das ersten volldemokratischen Gemeinwohllandes der Erde, 194. UN beziehungsweise UNO-Staat. Denn nur wenn man dann eigenes Gelände irgendeinem südamerikanischen Präsidenten oder afrikanischen Präsidenten oder sonst wo ein Stück abkauft und dann auch die Berechtigung bekommt, dort einen neuen Staat auszurufen, dann ist das seriös. Und das andere ist im Prinzip nur, dass es darum geht, wieder einen Aufstand zu machen. Und das ist natürlich klar. Deswegen, dass sich das natürlich der deutsche Staat von diesem Königreich Deutschland nicht gefallen lassen kann und den irgendwann vollständig zerschlagen wird, das kann nichts werden, weil das auf diesen Zentralirrtümern von alles Verbrecher, die da oben und so weiter, ja, alles Teufel, die da oben, das ist diese Zentralirrtümer, da kann natürlich nie was Gutes rauskommen. Und dann kommt so ein Satz wie Zins- und schuldfreies Geldwesen. Und das kann natürlich nie funktionieren, denn das stammt aus den Sozialsparten und all den anderen Sparten, die von dem Niedergang eines Landes leben. Denn hier geht's darum, sozusagen, wenn ich nämlich Menschen für das Leihen
ihrer konzentrierten Arbeitskraft, also ihrer Lebensarbeitsergebnisse und für das Verleihen für neue Unternehmen oder so zum Beispiel keine Belohnungen mehr geben darf, dann wird niemand mehr jemanden etwas leihen und es kommt zu einem wirtschaftlichen Ruin, weil neue Start-ups und innovative Unternehmen Mangelware werden und von daher quasi wenn niemand mehr etwas dafür bekommt, dass er sein Ergebnis seiner Lebensarbeit einem anderen Start-up, einem Neuunternehmen zur Verfügung stellt, dann geht die Wirtschaft kaputt und wird dann natürlich irgendwann, wird solch ein schwaches Land, wenn es jetzt ein echter Staat wäre, so wie das erste Gemeinwohlland konzipiert ist, dann natürlich zusammengeschossen, so wie die Indianer, die Indios, der Irak und die Ukraine abgeschlachtet und zusammengeschossen wurden von dem außen kapitalistischen Land, wo also Sarah Wagenknecht nicht durchaus mal einen wahren Satz gesagt hat, so wie die Wolke den Regen trägt der Kapitalismus den Krieg in sich. Ja? Das heißt, also man braucht leider eine starke Wirtschaft, kann also auf die natürlichen 3 Stunden Arbeitszeit nicht sofort übergehen, weil man noch eine leistungsfähige Defensivrüstung braucht, auch noch NATO-Mitglied oder Mitglied des zweiten Militärbündnisses, in dem China drin ist und so weiter sein müsste, damit man geschützt ist vor diesen Angriffsgelüsten. Und die Ukraine ist eben nicht NATO-Mitglied, ja, und dadurch war sie natürlich auch nicht geschützt, ne? Und dafür braucht man aber eine starke Wirtschaft und keinen Wirtschaftsruin mit viel Geld für, damit man seinen NATO-Beitrag auch leisten kann. Und damit brauchen wir eben das Wirtschaftswunder echter GWÖ-GWO-Kombi beziehungsweise GG-Kombi. Und nicht den Wirtschaftsruin einer GWÖ, also einer Gemeinwohlökonomie, oder den Wirtschaftsruin, der hier skizziert ist. Also das heißt, wirtschaftlich wird sich das Königreich Deutschland selber ruinieren und wird letztendlich ein bettelarmes Land werden, also ein Pseudoland. Na, es ist ja kein eigenes Land, ne? Und Und das nächste Stichwort ist das Bildungswesen. Also ich habe ja erklärt, dass dieses ganzheitliche Gesundheitswesen zum Scheitern verurteilt ist, weil es ja die gesundheitsförderliche Wirkung gar nicht misst und messen kann. Also wird das auch nichts, dann das bleibt am Ende ein pseudo-ganzheitliches Gesundheitswesen, das in Wirklichkeit die Bevölkerung des Königreich Deutschlands nach und nach genauso krank machen wird wie sozusagen, da gibt's ja auch den Zentralirrtum sozusagen, Heilpraktiker seien viel weniger schädlich als Schulmediziner. Das ist ja auch ein Zentralirrtum, denn natürlich wird der Heilpraktiker kann auch nur überleben, wenn er sich einen möglichst großen chronisch kranken Kundenstamm erhält, anstatt die Leute in die Gesundheit zu entlassen. Und so ähnlich ist es mit dem Bildungswesen. Auch das wird nichts werden, weil kann nichts werden, das wird nur was im Gemeinwohlland oder in seinen Vorbereitungszellen sozusagen, weil man Professoren unterschiedlicher Bildungsphilosophien sich ihre Teams der Lehrenden in allen Bereichen zusammenstellen, das bis hin zu Kitas und so weiter, die ähnlichen Philosophien verbreiten. Die einen sind anthroposophisch, die anderen sind so orientiert, die anderen Montessori oder da das und dann guckt man,
wie sich wieder Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand, also auch Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner dieses Bildungssystems, des jeweiligen Bildungsstranges. Man kann dann sich also als Eltern für einen bestimmten Bildungsstrang für das Kind entscheiden und dann wird gemessen, natürlich immer im Vergleich auf den Wohlstandsstandard der Eltern, ne? Und kann dann gucken, zum Beispiel, ob diese Bildung, eine bestimmte Ausbildung, zum Beispiel eine anthroposophische, eine Teilnehmer am anthroposophischen Bildungsstrang, eher zu einem schlechteren wirtschaftlichen Erfolg der Kinder führt oder zu einem besseren wirtschaftlichen Erfolg der Kinder sozusagen führt, so dass man dann da ganz klare Verhältnisse hat und jeder weiß, aha, wenn ich die Kinder auf eine anthroposophische Bildungsgang und auch auf eine anthroposophische Universität schicke, da oder auf einen anthroposophischen Zweig schicke, dann habe ich am Ende wirtschaftlich ruinierte Kinder oder wirtschaftlich aufblühende Kinder. Ne? Und so haben wir dann, dadurch ist es, haben wir endlich ein Bildungswesen, was sich wirklich um Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, also wirklich rührend um die Kinder sorgt, während ja im jetzigen Bildungswesen, ja, im jetzigen Bildungs ist es ja so, im jetzigen Bildungswesen ist es ja so, dass sich Zentralirrtümer herausgebildet haben, die Lehrer glauben lassen, dass in Wahrheit kinderzerstörende und den Spaß der Kinder am Lernen zerstörende Techniken sinnvoll seien, so dass die jetzigen Lehrenden im Kapitalismus den Kindern das Lernen erschweren, auf dass dann die Kinder häufiger sitzen bleiben, noch mehr Lehrertum brauchen, noch mehr Lehrer angestellt werden müssen, viele Lehrer unterkommen können in massenhaften Nachhilfefirmen und so weiter und sich so das Lehrertum aufblähen kann, indem es die Sparte der Lehrenden aufblähen kann, indem eben diese Zentralirrtümer sie glauben und überall aussenden, in die ganze Welt aussenden und dann im Kapitalismus eben ein Bildungssystem entstanden ist, das die jungen Menschen eher zerstört und die professionellen pädagogischen Sparten große Profite daraus ziehen, dass sie die Kinder eher, ja, denen das Lernen möglichst schwer machen, sodass diese möglichst viel Pädagogen brauchen, ja, möglichst lebenslang sozusagen. Und das ist also das, da sieht man, ein echtes Gemeinwohlsystem wird es nur im ersten Gemeinwohlland der Erde geben und niemals im Königreich Deutschland, weil die überhaupt nicht verstehen, um was es geht. Ne? Dort ist der Vernunftmangel halt so groß, das ist halt so, alle bisherigen Gemeinschaften, die in bisher auf der Welt existieren, Kommuneprojekte, Gemeinschaften, Königreiche und Pseudo-Gemeinwohlstaaten, die sind alle gehen alle von dem untersten Level der Vernunft in der Menschheit aus. Und es geht jetzt darum, wie gesagt, nicht, also vernünftigste und vermögendste aller Länder, vereinigt euch, dazu wollen wir ja mit unseren Büchern aufrufen, die ja zugleich das Lehrmaterial für den Einbürgerungstest des Gemeinwohllandes sind, so dass also diese Leute, die an solchen Projekten und all den vielen Kommunen teilnehmen, sind fast alle völlig ungeeignet. Ich kriege ja ständig Anrufe und bestimmt schon 50 Leute, wo ich es gesehen habe, dass die Leute, die im Moment so eine Kommune suchen, eigentlich eher zum unteren Rand der Vernunft in der Welt gehören und nicht zum oberen Rand. Das ist ja die Illusion bei diesen Herrenmenschen, diesen Herzensmenschen und all diesen, ja, wirklich schwer gestörten Menschen, dass sie zu den Vernünftigeren gehören würden. In Wirklichkeit ist alles, was sie machen, das Unvernünftigste überhaupt. Also, und natürlich kommen in das Gemeinwohlland nur
die rein, die dann wirklich mit dem Buch wirklich begriffen haben, wie alles ist. Und das heißt, nur die Vernünftigsten, die jetzt Mitglied in irgendwelchen Kommunen sind, von denen wird vielleicht nur das oberste Prozent der Vernünftigen dann in dem ersten Gemeinwohlland überhaupt die Prüfung bestehen können. Ja, denn die anderen dürften zu unvernünftig sein. Ne? Ja. Und daher, jetzt gucken wir mal weiter. Übrigens, hier können wir es nochmal sagen, da wird also behauptet auf der Homepage, das Königreich ist der erste wirkliche Gemeinwohlstaat. Und das ist eben leider ein Totalirrtum, weil er sozusagen das Wort, das von Felber bekannt gemachte Wort Gemeinwohl im Prinzip ganz stark missbraucht, weil bei Felber ist wenigstens in einem kleinen Teil Gemeinwohl drin, aber im Gemeinwohlstaat kann ich nirgends Gemeinwohl kennen. Denn jetzt kommen wir wieder zum nächsten, jetzt kommen wir wieder zu einem Teil des Wirtschaftsruins, da wird gesprochen von Basisdemokratie in Verbindung mit einer Räterepublik und einem repräsentativen König. Vergessen wir das mit dem König. Also Räterepublik und Basisdemokratie, das ist der sichere Weg. Wir haben uns damit jahrelang beschäftigt, haben ja auch Parteien, die basisdemokratisch sein wollten, beraten und so weiter. Mussten aber zu dem Schluss kommen, dass es entscheidende Gründe gibt, warum Staaten mit Basisdemokratie und Räterepublik niemals funktionieren können. Da müssen sich die Menschen nämlich den halben Tag quasi oder ein Drittel des Tages bereit sein, sich mit Volksabstimmungen, basisdemokratischen Dingen, mit Rätemitgliedschaft und so weiter zu beschäftigen. Dadurch, wenn sie das tatsächlich bereit wären zu tun, und das sind die Menschen nicht. Die Menschen wollen ein arbeitsteiliges System. Ich Gemüsehändler, du Politiker. Und das geht nur im ersten Gemeinwohlland der Erde, denn nur die haben das Konzept sozusagen einer echten politischen Lösung, die ich gleich schildere, aber quasi eine Volkswirtschaft, in der die Menschen ein Drittel des Tages mit basisdemokratisch, also ihre Zeit vergeuden müssen in Räten und in Basisdemokratie und Volksentscheiden, das ist nicht wettbewerbsfähig, geht wieder volkswirtschaftlich kaputt. Insofern stammen ja auch wieder aus den Sozialsparten und den anderen niedergangsprofitierenden Sparten diese verrückten Ideen der Basisdemokratie, an denen wir uns zugegebenermaßen auch eine Zeit lang abgearbeitet haben, bis wir begriffen haben, dass es sich da auch wieder um ein Konzept des Wirtschaftsruins und damit der Armutsproduktion und der Kundenproduktion für viele am Niedergang profitierende Sparten handelt, sozusagen. Wie geht's denn richtig? Natürlich so, wie es im ersten Gemeinwohlland der Erde dann konzipiert ist, nämlich mit der Bundesliga der Landesregierungen mit Bundesliga-Tabelle. Das heißt, man müsste beim Königreich, müsste man im Prinzip zwei Land, die, die das Königreich in zwei Teile aufspalten. Und das eine muss regiert werden von der Landesregierung A und das andere von der Landesregierung B, also 1 und 2. Und von einem entsprechenden Ministerpräsidenten, der aber dann Kanzlerstatus hat, denn das müsste über alles entschieden werden können. Und da kann es dann auch ein Mini-Parlament geben und so weiter. Aber auf jeden Fall muss eine Vergleichsmessung möglich sein, sodass man wieder, vielleicht gehe ich da mal hin, sodass man wieder vergleichen kann. Also wie war das vorhin? Vorhin der Vergleich zwischen dem kränker machenden Arzt und dem gesünder machenden Arzt. Und genauso muss man das vergleichen. Die beiden Kanzler sozusagen müssen
da muss man messen, welcher fördert bewiesenermaßen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Ja, also zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme teilt jeder mit, wenn er jetzt Bauchschmerzen bekommt, teilt er mit, zum Beispiel von drei möglichen Verschlechterungspunkten vergebe ich jetzt zwei oder eins oder drei. Und dann wird immer eine Beziehung hergestellt. Und die einfachste Beziehung ist zwar die Beziehung zwischen dem Kanzler A oder B und dem verschlechterten Wohlfühlenszustand oder verbesserten Wohlfühlenszustand. Stellen wir uns vor, jemand ist frisch verliebt, lebt im siebten Himmel und teilt mit, oh, ich gebe jetzt mal eine Wohlfühlstimme ab, eine Veränderungsmeldung und sage, eins oder zwei oder drei Punkte Verbesserung. Ja, und schon kann man dann feststellen, aha, wo tut welcher Kanzler mehr für das Glück der Menschen? Und das ist dann eine vollständig korruptionsfreie Demokratie. Das Wirtschaftssystem Gemeinwohlwirtschaft ist ja sowieso dann völlig frei von, echte Gemeinwohlwirtschaft ist ja sowieso völlig frei von Korruption und Einfluss irgendwelcher Lobbyisten und irgendwelcher Leute. Und dann ist es eben so, dass dann natürlich, man macht das am besten so mit der Tandemslösung, dass also der Kanzler auch noch einen Ministerpräsidenten an seiner Seite bekommt, so dass dann, wenn in der Tabelle der Kanzler B quasi Absteiger ist, auf dem letzten Platz ja steht, dann gibt es da vorgezogene Neuwahlen und einerseits ist das dann möglich, vorgezogene Neuwahlen. Oder man macht einfach dann einen Wechsel, dass der Ministerpräsident dann Kanzler wird und wenn das dann auch nicht, und der sucht sich dann wieder einen neuen Ministerpräsidenten und wenn das dann auch nicht besser wird, also auf jeden Fall kann man mit verschiedenen Vergleichssituationen und Wahlvorgängen bei 16 Bundesländern in Deutschland wäre es natürlich ganz einfach, weil dann die letzten drei, da gibt es die Absteigerplätze, gibt es da Neuwahlen und da werden sich die Bürger natürlich, werden genau die Parteien oder politischen Richtungen wählen, die in den Tabellenführern 1, 2, 3 zum Beispiel dort regieren und die bewiesenermaßen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Bewohner dieses Landes, Bundeslandes, bestmöglich verbessert haben. Ja, also sozusagen, mich persönlich können Sie also mit solch einem kranken Modell oder für mich verrückten Modell, das im Prinzip auf einen Wirtschaftsruin in jeder Hinsicht hinausläuft und quasi ein DDR-ähnliches Modell, wo am Ende der ganze Staat ein Wrack ist, das ist das Modell des Königreichs Deutschland und des Gemeinwohlstaates und da bringen mich keine 10 Pferde hin. Also für mich kommt nur in Frage, entweder gibt es zu wenig vernünftige und vermögende Menschen auf der Erde, die das wirklich machen. Und es gibt vielleicht auch in den großen Buchverlagen eventuell zu wenig vernünftige Menschen. Dann ist es halt einfach so. Dann ist eben Erkenntnis und Wahrheit eben nur eine Sache, nicht eines Prozentes der Menschheit, eines Promilles, einer von 1000, einer von 10.000, einer von 100.000, einer von 1 Million, sondern am Ende ist es vielleicht am Ende gibt es nur eine von 80 Menschen, der überhaupt für Vernunft geeignet ist in der Welt und damit kriegt man dann natürlich wahrscheinlich nicht das erste Gemeinwohlland der Erde hin. Es braucht also schon größere Prozentsätze, damit das überhaupt realisierbar ist. Aber dann sehen wir, bestätigt sich wieder, die Masse der unvernünftigen Menschen wählt entweder unvernünftige Bundesregierungen in Deutschland und in der Welt
Und die Masse der Unvernünftigen macht Alternativmodelle, die dann zu noch mehr Ruin führen, denn am Ende wird das Königreich, genauso wie die Vorstellungen der Linksextremisten, die ja alle auf den Zentralirrtümern der Profiteure des Niedergangs beruhen, am Ende werden alle diese alternativen Modelle noch schneller kaputt sein und sich ruinieren und einen schnelleren Niedergang erleben, als in Deutschland schon erleben wird, weil das ja als Land der unvernünftigen Massen natürlich mit dem Kapitalismus weiterhin alles zerstören wird und sich selber zerstören wird. Aber wie gesagt, es gibt nur ein einziges Modell auf der Erde, das wirklich zur Verbesserung geeignet wäre, und das ist wiederum das erste echte, tatsächliche Gemeinwohlland als Projekt. Und die erste Keimzelle in Deutschland ist also die Keimzelle Köln, das ist die Vorbereitungskeimzelle Köln, die natürlich auch eine separate Gemeinschaft bleiben kann. Da kann sich ja dann jeder entscheiden, ob er umzieht in das Gemeinwohlland oder ob es ihm reicht, in der Vorbereitungskeimzelle zu leben. Und was anderes gibt's einfach nicht, denn alles andere ist offensichtlich so unvernünftig, dass es eher noch schneller bergab gehen wird und noch schneller Ruin ist, oder so wie zum Beispiel viele berühmte Projekte, die quasi das sind ganz normale kapitalistische Abzockebetriebe, die natürlich genauso wie andere kapitalistische Konzerne auch von den unvernünftigen Kunden leben können. Und daran ist aber nichts Besonderes. Da ist keine positive Perspektive. Und all diese Gemeinschaften wachsen auch nicht wirklich, sondern die stagnieren, ne? Weil sie eben eigentlich ganz normale kapitalistische Geschäftsmodelle sind. Also wir haben in der Welt leider nur ein wirklich gemeinwohlorientierte Geschichte. Und ob wir das hinkriegen, ja, das ist die große Frage, das wird sich zeigen. Ich kann ja mal zeigen, also ich persönlich lade ja in die Keimzelle oder in die Vorbereitungskeimzelle Köln ein, ja, ich persönlich, ja, so, das kann man sich ja dann anschauen, ja, damit man sich ein Bild machen kann. Und dann muss man sagen, ja, es wird aber auch nichts Besseres kommen. Denn ich glaube nicht, dass es nochmal einen Nachfolger zu Weltrat und Next Scientists for Future geben wird, weil die Vernunft ja ständig weiter abnimmt. Also wir hatten ja in der Evolution bis vor 400.000 Jahren, sehen Sie ja diese Wachstumskurve. Bis dahin war noch alles in Ordnung. Und dann sieht man, dass durch die Erfindung des Tauschhandels und damit das Aufkommen der ersten Zentralirrtümer der Menschheit, das Wachstum des Gehirns noch nicht abgebremst wurde, sondern nur geringfügig vielleicht eine normal, vielleicht wäre die Beschleunigung eher so gegangen, ja, hochgegangen, aber wenn, dann wurde der Aufstieg der Gehirngröße nur abgebremst durch die Zentralirrtümer der Menschheit und damit durch die Vorstufen des kapitalistischen Systems und die Frühformen des kapitalistischen Systems. Und jetzt hätte also hier vor 400.000 Jahren eigentlich die Kurve hier so laufen müssen, wenn wir gleich da Gemeinwohl eingeführt hätten statt Kapitalismus, also Gemeinwohlwirtschaft statt Kapitalismus, also GG-Kombi statt Kapitalismus eingeführt hätten, dann wäre die Kurve wohl so verlaufen, wir hätten jetzt vielleicht 1,8 Liter Gehirne. Aber der Kapitalismus hat natürlich zum Niedergang der Intelligenz geführt. Das habe ich ja schon oft erklärt, warum das der Fall ist. Eben weil die Sparten, die vom Niedergang eines Landes leben, natürlich auch völlig irrationale Vorstellungen zum Beispiel von der Intelligenz von Menschen haben und der Leistungsfähigkeit von Menschen. Also für die Sparten, die vom Niedergang eines Landes riesige Profite haben können, ist es ja so, dass alle Menschen und alle oder mindestens alle Neugeborenen potenzielle Genies sind. Das heißt, es ist dann völlig egal,
ob aus allen Teilen der Welt die Klügsten zu uns wandern oder die Dümmsten, weil das gibt's ja für die gar nicht. Ja, also für die Sparten, die vom Niedergang eines Landes leben, sind ja alle potenzielle Genies und das, was wissenschaftlich millionenfach bestätigt ist, dass es Körper, von der Körpergröße her kleine Menschen gibt und lange Menschen gibt und dass es von der Gehirngröße Menschen mit kleinen Gehirnen, circa 0,9 Liter oder sagen wir grob 1 Liter bis circa 2 Liter Gehirne gibt und dass natürlich die hier riesig viel leistungsfähiger sind als diese und dass natürlich man gucken muss, dass der Zuwachs einer Gesellschaft natürlich überwiegend hierher kommt und nicht überwiegend hier aus diesem Bereich der Welt kommt. Und da aber die Sparten, die vom Niedergang eines Landes leben, uns natürlich eingebläut haben, dass alle Genies sind, dass wir also darauf gar nicht mehr zu achten haben, dass wir nicht darauf achten müssen, ob kompetente Leute zu uns zuwandern oder inkompetente, das spielt alles keine Rolle, ja? Und dadurch sozusagen kam es zur Erzeugung von Menschen mit winzigen, immer kleiner werdenden Gehirne und deswegen sind wir jetzt schon bei einem Durchschnittswert von nur noch 1,3 Liter. Das heißt, nach dem Weltrat Next Scientists for Future, was soll da noch kommen? Wenn die Menschen dann bei 1,2 Liter sind oder bei 1,1 Liter irgendwann sind, was soll da kommen, außer primitivstes, unvernünftigstes Verhalten in einem brutalen kapitalistischen Kriegssystem und so weiter? Ja, ich fürchte, das ist die letzte Chance, denn noch gibt es eben die Professoren des Weltrates, die eben genügend große Gehirne haben, also wahrscheinlich ungefähr einige davon 2 Liter Gehirne haben und so weiter. Und ja, und insofern schauen wir mal. Und jetzt kann ich noch etwas, jetzt beende ich jetzt mal das Thema Gemeinwohl. Land und ach nö, ich lasse es gut sein, ich hebe die andere Sachen für in 2 Wochen auf, ne? Ja, also, herzlich eingeladen zu versuchen, ob Sie klug genug sind, lassen Sie sich bei Ihnen uns kostenlos das Lehrmaterial, das wichtigste Buch aller Zeiten schicken. Gucken Sie, ob Sie tatsächlich Gemeinwohl und Demokratie und all diese Dinge und Infragestellung der Sie manipulierenden, bis jetzt noch manipulierenden Zentralirrtümer der Menschheit, ob Sie das schaffen, damit zu beginnen. Und dann kann es sein, dass Sie den Einbürgerungstest des ersten Gemeinwohllandes der Erde bestehen und der wird nicht leicht werden, ne? Weil wir keine unvernünftigen Menschen, die gefährlich sind aufgrund von Zentralirrtümern, aggressiv sind oder sonst wie verhaltensgestört sind, das, was also die vielen Gemeinschaften auf der Erde machen, dass sie solche Leute aufnehmen, das machen wir natürlich nicht. Denn wir wollen ja ein super glückliches Leben haben und nicht uns abarbeiten an den Kaputtnicks und Wracks dieser Erde, sozusagen, den unvernünftigsten dieser Erde. Sondern bei uns heißt es ja, vernünftigste und vermögendste aller Länder vereinigt euch im ersten Gemeinwohlland der Erde. Ja, so viel für jetzt und heute. Tschüssi, bis bald.